bin jetzt seit 13 Jahren Heilpraktikerin und habe davor 3 Jahre Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Also seitdem ich 21 bin, bin ich quasi auf diesem alternativen, naturheilkundlichen Weg. Deswegen ist mir der Rohkostweg, glaube ich, auch so nah, weil die Heilungsprozesse ähnlich wie in der Homöopathie beschrieben wurden, sodass du halt rückwärts quasi nochmal die Krankheiten durchmachst und Altes nochmal auftaucht und wie halt aus deinem Körper rausgeschwemmt wird. So, ne? Ich hatte immer das Gefühl, ich verzichte auf was. Mhm. Ich habe das zwar versucht durch leckere Sachen, aber irgendwann habe ich wieder gemerkt, so nee, ich möchte es mir nicht mehr antun, zu verzichten. Und bin jetzt quasi aus dieser Diätenfalle irgendwie so rausgerutscht. Ja. Dadurch, dass ich halt merke, wie gut mir das tut mit der Rohkost, erhöht sich mein Rohkostanteil kontinuierlich. Ja, genau. So. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich verzichte, sondern es geht einfach immer weiter. Ich bin da sozusagen im Prozess und was halt schön für mich jetzt ist, so dass ich merke, mein Gewicht stabilisiert sich immer mehr, und, also so, weil ich mich innerlich halt stabilisiere. Ja.